ein Talleyrand-Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, Hauptquartier Passerie am 13. September 1797. Der General Krack schreibt Ihnen ganz ausführlich, Bürgerminister, um Sie mit unserer Lage bekannter zu machen. Sie werden in seiner Korrespondenz ebenfalls eine Abschrift der Protokoll finden. Alle dieses Unterhandlungen sind nur zum Spaß. Sie waren Unterhandlungen, werden in Paris stattfinden, wenn die Regierung einmal direkte Festigkeit einnimmt, die sie haben muss. Wenn jene Handvoll Menschen, die offenbar von englischem Gold gekauft oder von den Schmeicheleien einer Sklavenbande verführt sind, sind endlich ohnmächtig und ohne Mittel fühlte, Unruhen zu erregen, so werden sie einen Frieden haben, wie sie ihn haben wollen, und zwar schon 48 Stunden nachher. Man kann sich in Blotzen und die Treulosigkeit des Wiener Hofs schwerlich vorstellen. In diesem Augenblick sind unsere Unterhandlungen ausgesetzt, weil die bevollmächtigten Kaiserlichen Majestät einen Kurier nach Wien abgefertigt haben, um das Ultimatum des Kaisers zu erfahren. Der einzige Vorschlag, den wir in vertraulicher Besprechung einigermaßen beizustimmen geschienen haben, ist folgender: Für uns, die in unseren Bemerkungen überall für die preliminäre Nähe bezeichneten Grenzen mit für den Kaiser Venedig und die Grenzen der Etsch, Korfu und die anderen Inseln, für uns das übrige Freiitalien der Cisalpinischen Republik. Wir würden Palmanova an demselben Tage übergeben, an welchem sie uns mit übergeben würden. Ich wiederhole es Ihnen, die Republik soll nicht schwenken. Man unterdrücke jenes hier von Zeitungen, welche die öffentliche Meinung werden und den Fremden eine sehr schlechte Meinung von uns beibringen. Der Gesetzgebende Körper sei ehrenhafter und nicht ehrgeizig. Man vertreibe die Emigrierten aus Frankreich und man entferne aus allen Verwaltungen die Anhänger Ludwigs Achsen, die von englischem Geld besetzt werden. Dann wird die große Nation einen Frieden haben, wie sie ihn haben will. Solange dies nicht geschieht, dürfen sie auf nichts zahlen. Alle Fremden drohen uns mit der öffentlichen Meinung in Frankreich. Man habe Energie ohne Fanatismus, Grundsätze ohne Demagogie, Strenge ohne Grausamkeit. Man höre auf, schwach zu sein und zu sitzen. Man schäme sich nicht, sozusagen ein Republikaner zu sein. Man säubere Frankreich von jener roten Sklaven, die sich gegen uns verschworen haben. Es mögen die Regierenden, die Minister, die ersten Agenten der Republik nur auf die Stimme der Nachwelt hören. Und das Schicksal Europas ist entschieden. Ein Talleyrand-Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, Hauptquartier Passerie, am 19. September 1797. Trotz unseres Hochmuts, unserer tausend und einer Flussschriften, unserer unseligen und sehr geschwitzigen Reden sind wir in der politischen Moral noch sehr unwissend. Wir haben noch nie geklärt, was man unter Volksinhändler, Gesetzgebender und richterlicher
Gewaltige Städte. Montesquieu hat uns falsche Definitionen gegeben. Nicht als ob dieser berühmte Mann nicht wirklich umstande gewesen wäre, es zu tun. Aber sein Werk ist, wie er es selbst sagte, nur eine Art Analyse dessen, was früher oder damals bestand. Er hat darin die auf seinen Reisen oder in seiner Lektüre gemachten Notizen zusammengefasst. Er hat versucht, die englische Auffassung im Auge gehabt. Er hat die wohlsehende Gesetze gewendet und richterliche Gewalt im Allgemeinen definiert. Wie sollte man in der Tat das Recht, Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, das Recht, die Größe und die Art der Stärken zu bestimmen, für ein Befugnis der gesetzgebenden Gewalt ansehen? Die englische Verfassung hat eine dieser Befugnisse mit Recht dem Haus der Gemeinen anvertraut und sie hatte sehr wohl daran getan. Weil die englische Verfassung nur ein Urkunde von Privilegien ist. Sie ist eine ganz schwarze, aber mit Gold besaumte Zimmerdecke. Da das Haus der Gemeinen die Nation allein, wenn auch nicht eben gut repräsentiert, so hat es auch allein das Recht erhalten müssen, sie zu besteuern. Es ist dies der einzige Dame, den man hat finden können, um den Despotismus und die Unverschämtheit der Höflinge einzusiegen. Aber bei einer Verfassung, wo alle Gewalten von der Nation ausgehen, wo das Volk souverän ist, warum solche Dinge unter die Befugnis der gesetzgebenden Behörden bringen, die ihr fremd sind? Seit 50 Jahren sehe ich nur eins, das wir gut definiert haben. Und das ist die Volkssouveränität. Aber wir sind in der Bestimmung dessen, was Verfassung was ist, ebenso wenig glücklich gewesen, als in der Verteilung der Befugnis der verschiedenen Gewalten. Die Organisation des französischen Volkes ist somit in Wirklichkeit nur erst skizziert. Die Regierungsgewalt sollte in der ganzen Ausdehnung, die ich ihr zuteil, als der wahre Repräsentant der Nation eingesehen werden. Die Zufolge der Verfassung, Urkunde und der organisierten Gesetze regieren sollte die Seefeld, wie es mir scheint, naturgemäß. In zwei streng unterscheidende Behörden, deren ein Überwachter und nicht tätig ist. Und der Mann, das, was wir heutzutage Volksgewalt nennen, die großen Maßregeln, die Gesetzgebung der Ausführung, wenn ich mich so ausdrücken darf, versuchen, verpflichtet wäre, diese große Behörde wäre in Wahrheit der große Rat der Nation. Er hätte den ganzen Teil der Verwaltung oder der Vorsicherung, der durch unsere Verfassung der gesetzgebenden Gewalt anvertraut ist, so würde die Regierungsgewalt aus zwei vom Volke ernannten Behörden bestehen, deren ein sehr zahlreicher wäre, so der nur Männer zugelassen werden konnten, die schon einige Bundesstellen verwaltet hätten, welche den Menschen in Regierung Aschen reich vergeben. Die gesetzgebende Gewalt würde so nachts alle Organisationen Gesetze erlassen und sie abandonen, aber nicht in zwei oder drei Tagen, wie es jetzt geschieht, sondern so wann einmal ein Organisation Gesetz in Versicherung gesetzt wäre, glaube ich nicht, dass man es verändern dürfte. Ehe man es vier oder fünf Monate lang beraten hätte,
diese gesetzgebende Gewalt ohne Rang in der Republik und empfindlich ohne Augen und ohne Ohren für das, was sie umgibt, hätte keinen Ehrgeiz und würde uns nicht mehr mit 1000 Gelegenheitsgesetzen überschwemmen, die von selbst schon durch ihr Albernheiten ungültig werden und die uns so einer Nation ohne Gesetze mit 300 foliobänden Gesetze wagen. Dies ist, glaube ich, ein verständiges Gesetzbuch der Politik, welche man unter den Umständen, in denen wir uns befunden haben, wohl sehen wird. Es ist ein so großes Unglück für eine Nation von 30 Millionen Einwohnern und im 18. Jahrhundert genötigt zu sein, all den Bajonetten zu Flug zu nehmen, um das Vaterland zu retten, die Gewalttätigen mit zu klagen, den Gesetzgeber an, denn eine Verfassung, die den Menschen gegeben würde, muss für Menschen berechtigt sein. Wenn Sie sie es sehen, so bitte ich Sie, in diesen Brief mitzuteilen. Ich fordere Ihnen auf, mir zu schreiben, dass ich Unrecht habe. Und sehen Sie überzeugt, dass Sie mich sehr ertreuen werden, wenn Sie dazu beitragen können, einen Mann nach Italien kommen zu lassen. Dieses Talent ist hochschätze und für den ich eine ganz besondere Freundschaft habe. Ich will ihn aus allen Kräften unterstützen und ich wünsche, dass wir, indem wir unsere Bemühungen bereinigen, Italien eine Verfassung geben konnte, die den Sitten seiner Bewohner, den ordentlichen Verhältnissen und selbst vielleicht den wahren Grundsätzen mehr entspräche als diejenigen, die wir ihm gegeben haben, und nicht eine neue, und zwar mitten unter dem Wirrwarr des Kriegs und der Leidenschaften aufzustellen, war es schwer, anders zu tun. Ich fasse mich zusammen. Ich antwortete Ihnen nicht allein im Vertrauen, dass ich wünsche, es möchte Sie es nach Italien kommen, sondern ich glaube sogar, und dies ist sehr offiziellerweise, dass wenn wir den Genuesern unter der Alpinischen Republik nicht eine Konstitution geben, die für sie passt, Frankreich keinen Vorteil von ihnen haben wird, ihr vom fremden Geld erkauften Gesetzgebeten Körper werden ganz zur Verfügung des Hauses Österreich und Roms stehen. Es wird zuerst mit ihnen gehen, wie mit Holland, da gegenwärtiger Briefe weder die Taktik beruht, noch ein Feldzugplan ist, so bitte ich Sie, in für sich und für Sie zu behalten und nur von dem Gebrauch zu machen, wie Sie es für angemessen finden, was ich Ihnen über die und Zweckmäßigkeit der Verfassung gesagt, die wir Italien gegeben haben. Sie werden Bürgerminister in diesem Brief das vollste Vertrauen, das ich zu Ihnen habe, und sogleich eine Antwort auf Ihr letztes Sehen. Bonaparte.